Heute ein kurzes Video zum Thema energielos und schlapp durch den Winter. Was mache ich, wenn ich so schlapp bin? Es gibt verschiedene Sachen, die man machen kann. Und hier geht es nicht nur darum, positiv zu denken, sondern Vitamine, Mineralien. Natürlich haben die Gedanken auch eine Auswirkung. Aber ich kann euch sagen, bei mir die größte Auswirkung auf meine Schlappheit und Müdigkeit war ein Mangel an Eisen, also zu wenig Eisen im Blut. Deswegen nehme ich auch was dagegen. Und Schlaf. Zu wenig Schlaf. Das heißt, ich gehe oft zu spät ins Bett. Naja, so spät auch wieder nicht. Meistens gegen 23, 22 oder 30. Und dann stehe ich um 6 Uhr auf. Und manchmal ist es mir zu wenig. Gerade im Winter ist es einfach zu wenig, weil ich auch zu viel im Dunkeln bin und zu wenig im Hellen. Also Tageslicht draußen gibt Energie und Schlaf. Also wirklich, ich glaube, wenn wir in dieser Gesellschaft viel mehr schlafen würden, also einen erholsamen Schlaf haben, würde es ganz, ganz viele Probleme lösen. Ja, also viele sehen, okay, ich bin erschöpft, ich bin müde, was habe ich? Und dann haben sie eigentlich zu wenig Schlaf. Schlaf mal so richtig aus. Und ich weiß, dass es einfach gesagt ist und schwer im Alltag auszuführen, oft, wenn man eine Familie hat und arbeiten geht und einfach Dinge zu erledigen hat, dann kommt man einfach nicht rechtzeitig ins Bett. Und wenn dann das Nervensystem auch noch komplett nicht reguliert ist und man dann abends vielleicht noch lange und ewig am Handy sitzt, dann kann es sein, dass man das noch mehr weit verzögert. Ne? Wie kleine Babys, die nicht einschlafen, die keinen Mittagsschlaf machen und irgendwann sind sie so müde, dass sie nicht schlafen können und die ganze Zeit total überdreht sind. Passiert uns Erwachsenen genauso. Und der dritte und letzte Punkt, den ich mit dir durchgehen möchte, sind emotionale Themen. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag negative Gedanken habe, heißt es nicht, dass ich schuld bin und dass ich doof bin und ich muss positiv denken, sondern hinschauen, was sind das für Themen, was sind das für Gefühle, weil alles, was ich unterdrücke, wegdrücke, entzieht meinem Körper wieder Energie. Natürlich auch Trauma aus der Kindheit entzieht Energie, ohne dass wir es merken. Das heißt, wir fahren mit angefahrener Handbremse, laufen wir durchs Leben, fahren nicht durchs Leben. Auch da hinschauen ist immer noch mal ganz wichtig, aber es ist wieder so ein großer, heftiger Punkt, wo meistens die Leute keine Zeit haben und keinen Nerv haben. Deswegen Vitamine, Schlaf und dann nochmal die emotionalen Themen anschauen. Was unterdrücke ich? Dann das hilft auch schon mal, ein bisschen Energie zurückzugewinnen für mich jetzt. Wenn ich mir meine Gedanken aufschreibe, meine Gefühle anschaue, mir das bewusst werde, erleichtert das etwas, weil ich nicht mehr die ganze Zeit unterbewusst alles wegdrücke. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen energiegeladenen, wundervollen Tag. Wenn du Fragen hast, schreib es mir unten in die Kommentare und bis bald.